Frau Melanie hat seit einiger Zeit gesundheitliche Beschwerden und ihr Arzt empfiehlt eine Blutabnahme, um die Ursache zu finden. Sie ist etwas nervös, da sie nicht genau weiß, wie der Ablauf einer Blutabnahme funktioniert. Zuerst wird Frau Melanie von der medizinischen Fachangestellten, Merve, in den Behandlungsraum gebeten. Merve erklärt ihr, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Zunächst desinfiziert Merve die Einstichstelle, meist am Arm. Dann legt Merve einen Stauschlauch um Melanies Arm an, um die Vene besser sichtbar zu machen. Mit einem kleinen Pieks führt Merve die Nadel in die Vene von Melanie ein und entnimmt mehrere Röhrchen Blut. Frau Melanie ist überrascht, wie schnell und unkompliziert der Vorgang ist. Nach der Blutentnahme wird die Nadel von der Vene von Melanie entfernt und ein Pflaster auf die Einstichstelle geklebt. Merve empfiehlt Frau Melanie, das Pflaster einige Stunden zu tragen und den Arm nicht zu stark zu belasten. Frau Melanie fühlt sich erleichtert und dankbar für die klare Erklärung. Sie weiß jetzt, dass eine Blutabnahme ein einfacher und sicherer Prozess ist. Für weitere Informationen über Blutabnahmen kann man sich an Merve oder Melanie wenden.